Oh, Heute, was geht ab, Leute? Und ja, erstmal, Küsse gehen raus an euch. Feedback vom letzten Video war Hammer. Und ein Kollege, der Tati, hat mir sogar geschrieben: Hong, du hast eine krasse Community. Und ja, das habe ich. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier zufällig einen Raid. Zekrom, das wäre mein dritter für den ganzen Monat, weil ab heute Abend, also beziehungsweise für uns morgen, kommt Kyurem, irgendwie sowas. Auf jeden Fall der dritte von denen. Und nee, ich spiele nicht wieder. Oder Hong, du hast doch gesagt, du spielst nicht mehr und so. Tue ich auch nicht wirklich. Ich habe jetzt die letzten 3 Tage nicht gespielt, wirklich gar nicht. Also das Spiel nicht mal angehabt. Auch nicht so ein bisschen hier Geschenke aufmachen. Echt die letzten 3 Tage absolut gar nichts. Nur zufällig treffe ich mich hier mit einer Freundin. Hier am Kiosk, an der Post. Um 12.45 Uhr, oder habe ich gesehen. Genau um 12.45 Uhr ist hier ein Raid. Also dachte ich mir, nehmen wir den mit. In den 3 Tagen wurde ich auch nicht wirklich vermisst. Also es ist schon traurig, wenn ich so die Freundesliste durchgehe. Viele Leute haben nach 3 Tagen immer noch nicht geöffnet und so. Also bei so vielen Leuten steht da einfach 2+ Tage schon das letzte Pokémon gefangen und sowas. Also ich könnte wahrscheinlich die Liste um 50% reduzieren und die Inaktiven rausschmeißen. So viele Leute sind nicht mehr wirklich aktiv. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal diesen Raid und dann anderes Zeug. Okay Leute, es war der falsche Kiosk vor dem Edeka. Treffpunkt war Kiosk vor dem Edeka. Und zwar direkt an der Arena. Und da schreibe ich hier, ja, willst du den Raid auch mitmachen, weil wenn wir schon mal da sind. Sie meinte, hier ist keine Arena, hier ist kein Raid. Und ja, das war der falsche Treffpunkt. Und die anderen waren eh nicht da, also der Raid ist gar nicht zustande gekommen. Was soll man machen? Schöne Aussicht, oder Leute? Wo waren wir stehen geblieben? Ich war am falschen Treffpunkt. Wir haben uns dann noch getroffen. Aber wir wollten zum Rossmann. Weil da gibt es so eine Art, ist nicht wirklich ein Grill, aber auch kein Sandwich-Maker. Ist sowas dazwischen, wo man nicht nur Sandwiches machen kann, sondern eigentlich alles da reinlegen kann. Den gab es reduziert, dachte ich mir, hole ich mir den. Und die Kollegin hatte noch einen Gutschein für Rossmann, aber den gab es leider nicht mehr. Noch ein paar Anmerkungen zum letzten Video. Alles sehr nett von euch, sehr gut gemeint. Aber am Ende des Tages, ich habe nicht wirklich Angst davor. Vielleicht kam das falsch rüber. Was ich als nächstes auf YouTube mache oder nicht weiß, was ich mache. Ich weiß genau, was ich machen will. Ich habe nur Angst davor, euch zu belästigen. Das ist so diese Asian Mentality, diese asiatische Einstellung, dass man sich immer bedeckt halten will und den Leuten nicht irgendwie irgendwas aufdrücken will. Weil so viele Leute haben mich für dies und das abonniert. Und klar, man könnte jetzt sagen, okay, vergiss die. Alle, die noch da bleiben wollen, bleiben da. Alle, die nicht da bleiben wollen, die gehen halt einfach, die abonnieren und sowas. Aber wie gesagt, diese asiatische Einstellung, man will die Leute nicht belästigen und denen das aufdrücken. Aber es geht nicht darum, dass ich überhaupt YouTube weitermache, weil am Ende des Tages will ich ja gar nicht YouTuber oder YouTube-Star oder sowas werden. Ich mache das nur zum Spaß und ich muss jetzt nicht auf Kampf irgendwie das nächste Thema oder die nächste Richtung oder was weiß ich finden. Wisst ihr, was ich meine? Weil viele geschrieben haben, yo Hong, wenn die Jungs nicht am Start sind, dann mach das doch alleine, mach dies und mach das und was. Ja klar, könnte ich alles machen, aber ich könnte es halt auch nicht machen, weil muss ja nicht. Ich muss ja nicht unbedingt auf Krampf jetzt YouTube noch weitermachen. Heißt ja jetzt nicht, dass ich aufhöre, aber ich muss jetzt nicht auf Krampf den Kanal am Leben halten und das nächste große Ding finden. Ich habe schon was mir nahe liegt, wo ich halt Potenzial sehe. Es geht nicht darum, dass die Jungs jetzt irgendwie auf Krampf YouTube machen wollen oder sowas oder dass man sie dazu zwingt, sondern ich sehe halt Potenzial darin, genau in dieser einen Sache. Das ist halt eben diese Chemie zwischen uns und die verschiedenen unterschiedlichen Charaktere meiner Tatis, Barsch seiner, Nico seiner, Dimis, Chongs und so weiter, Alex seiner. Und das in Synergie mit uns allen zusammen ist halt eine tolle Gruppe. Und wie gesagt, wir haben Yu-Gi-Oh! Eigentlich genau dasselbe gemacht, einfach zusammen nur gequatscht und unsere Meinung zu den verschiedensten Themen in Yu-Gi-Oh! Abgegeben, Pokémon auch. Unsere Meinung, meine Meinung hauptsächlich dann am Ende zu den verschiedenen Sachen in Pokémon. Und wieso das Ganze nicht einfach verallgemeinern und genau dasselbe Konzept einfach. Wir, unsere Persönlichkeiten und da einfach über verschiedene Sachen, allgemeine Sachen eben quatschen. Und deswegen, ja klar, ich könnte irgendwas anderes machen. Oder auch nur mit Tati was oder auch nur dies, das. Oder es ist so viel im Raum, was immer so angesprochen wird. Food Channel, bla bla, dies, das und dies, das. Ich will irgendwelche Pranks drehen und irgendwelche Furz-Sachen. Aber darin sehe ich ja nicht das Potenzial. Ich sehe auch nicht das Potenzial direkt in den Jungs, dass man mit denen alles machen kann, was man will und es wird erfolgreich, sondern wirklich nur genau in dieser einen Sache. Nur darin sehe ich Potenzial. Und das versuche ich halt zu nutzen, mal auszutesten. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann halt nicht. Muss ja nicht sein. Noch eine andere Sache, über die ich reden wollte.
Und zwar Spieletrend. Daniel Schilling, Grüße gehen raus, hat mir gestern auf WhatsApp geschrieben. Eine nette Nachricht. Im Grunde genommen einfach nur gesagt, yo Hong, was geht? Hab gehört, dass du aufgehört hast und dies, das. Und am Ende des Tages hat er mir einfach nur Glück gewünscht, zieht dein Ding durch und dies, das. Bisschen länger formuliert, aber kurz und grob zusammengefasst. Super nett von ihm. Und viele haben mich immer gefragt, in den Streams zum Beispiel, was ich von Spieletrend und sowas halte. Ich hatte eigentlich eine Menge von ihm. Und ich werde ja jetzt nicht mehr, aber ich wurde öfters mal angesprochen. Hier und da mal. Passiert, ja. Und sehr oft in den Fällen passiert es aber auch, dass die Leute dann negativ über Spieletrend reden. Die sagen, yo Hong, ich feiere dich, dies, das. Bleib so, wie du bist und so. Gefällt mir. Und dann aber gleichzeitig sagen sie auch voll oft irgendwas Negatives. Ich will jetzt nichts Negatives über Spieletrend sagen. Im Sinne von, dass wir uns so unterschiedlich sind. Was meiner Meinung nach nicht schlecht ist, aber viele Leute, yo, ich feiere dich, Hong, bla bla, aber Spieletrend nicht, weil dies, das und das. Ich habe nur Gutes über Spieletrend zu sagen. Auch die Nachricht von gestern hat es mal wieder gezeigt. Ich habe ihn immer als sehr korrekten Menschen kennengelernt. Ich meine, wir sind jetzt nicht die besten Freunde. Man kennt sich, man hat die Nummern gegenseitig, man hat ab und zu schon mal geschrieben, aber wir sind jetzt nicht so eng, dass wir irgendwie Best Friends sind und voll viel schreiben miteinander und dies, das. Aber ich hatte immer einen großen Respekt vor ihm als Person, aber auch als YouTuber, wie er das Ganze durchzieht und wie professionell er ist und wie er das Ganze sich handhabt und regelt und aber auch das ganze YouTube-Business und sowas. Also ich habe sehr, 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 sehr viel Respekt vor ihm immer gehabt. Man kann halt nichts Schlechtes, Negatives über ihn sagen. Zumindest nicht von dem, was ich beurteilen kann, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich kann auch schon verstehen, was ihr immer meint, aber meiner Meinung nach ist es, muss halt nicht sein. Ich weiß auch, ich habe ihn, glaube ich, kennengelernt. Also, ich habe ihn herausgefordert. Dadurch hatten wir zum ersten Mal Kontakt. Race to Level 40. Aber es war Safari-Zone Dortmund? Ne, nicht Dortmund. Oberhausen, genau, damals auch im Zentrum. Und er hat mir davor geschrieben, glaube ich, mir und Julia, und dann sind wir irgendwie in eine Gruppe geraten. Und er hat sich bei mir gemeldet, ist den ersten Schritt gegangen. Also, was halt natürlich auch richtig krass ist, das zeigt eigentlich, wie. Also, der Kerl ist echt noch richtig, richtig bodenständig, weil viele quatschen mich immer an, yo Hong, du bist voll auf dem Boden geblieben und sowas. Ja, natürlich bin ich auf dem Boden geblieben. Wir haben ja noch nicht viel erreicht. Wir sind ja noch nicht abgehoben. Aber Spieletrend ist ja schon abgehoben. Und jetzt nicht im negativen Sinne, im Sinne von, er ist arrogant oder sowas, sondern im Sinne von, er ist schon hochgeflogen. Im Sinne von, er hat schon was erreicht. Er hat schon 300.000, 400.000 Abonnenten. Und er ist noch auf dem Boden geblieben. Weißt, das ist eine Sache, wo man Respekt haben muss. Und nicht von mir, weil ich mit meinen, was weiß ich, wie vielen Abos noch nicht abgehoben bin. Betonung liegt auf noch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und auch da, ich war so klein, ich hatte ein paar tausend Abonnenten und er meldet sich bei mir und wir haben in Oberhausen dies und das gemacht und dann, ey, Respekt einfach nur. Wisst ihr, was ich meine? Und auch jedes Mal, wenn er mir geschrieben hat, auch so Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, wo ich auf Soul Searching war und mir da die ganzen Gedanken gemacht habe über YouTube, über Pokémon Go und dies, das, diese kleine Down-Depri-Phase, und auch da hat er mir geschrieben. Wisst ihr, was ich meine? Der Kerl ist echt, kann einfach nur sagen, echt korrekt. Man erzählt sich immer so viel Negatives, aber ich meine, das ist für das Business üblich, wie viel Shit über mich erzählt wird, auch jetzt zum Beispiel InScope 31. Ich meine, ein Typ macht nur ein Video und direkt kommen die ganzen Leute, boah, ich wusste schon immer, der Typ kam mir schon immer unsympathisch rüber. Die Meinungen sind so schnell, können sich so schnell bilden und flippen und dies, das. Und sind so schnell geprägt von nichts einfach. Weil er ist ja immer recht positiv. Aber ich muss sagen, er hat ja auch schon oft genug Niantic kritisiert. Aber er wird ja, er ist ja so der Gutmensch, sag ich mal. Aber ist ja nichts Negatives. Also er ist halt vom Charakter her, wir sind halt vom Charakter zum Beispiel sehr, sehr unterschiedlich. So eine Art Simpsons und Flanders. So ist ungefähr, aber viele sagen ja immer, boah, Spieletrend dies, das, weil er ist ja gekauft von Niantic und sowas. Bullshit, Mann, Bullshit. Der Kerl ist halt vom Charakter her keiner, der immer rumstänkert, sondern sehr objektiv bleibt. Das ist halt sein Charakter.
Es hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie gekauft ist, dies, das. Ich wollte einfach nur zum Abschluss noch was über Spieletrend sagen, weil er mir gestern geschrieben und es hat auch viele mehr interessiert, wie oder was ich von Spieletrend halte. Korrekter Typ, mehr kann ich dazu nicht sagen, so gut kenne ich ihn nicht, aber alles, was ich von ihm bisher kennengelernt habe, sehr solider Typ. Ich gehe jetzt auch heute ein bisschen an meiner Idee rum recherchieren. Zum Beispiel hier ist ein Ort, der wird inkludiert, aber mehr dazu in den kommenden Wochen.